So, Xio hier mit einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir Kingdom Hearts 2. Oh yes, sogar den Final Mix. Natürlich hier auch die PS4-Version. Und oh mein Gott, ich bin so gehypt. Wir spielen Kingdom Hearts 2 hier. Oh mein Gott, ich komme mir gerade schon bei diesen ganzen Vorspannen, wo dann so langsam die Musik anfängt zu spielen. Ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen. Ah, schon das Menü hier ist schon so wunderschön. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Ja, ich habe es ja, glaube ich, schon am Ende von Chain of Memories gesagt. Kingdom Hearts 2 ist mein absolutes Lieblingsspiel of all time. Und entsprechend bin ich unglaublich gehypt, dass ich das jetzt hier let's playe. Ah, ich freue mich so unglaublich und... Ja, ohne jetzt groß rumzulabern, wir starten in ein neues Spiel. Und Kingdom Hearts 2 war das erste Spiel in der Kingdom Hearts Reihe, das den Veteranenspiel Schwierigkeitsgrad hat. Und der ist wirklich sehr, sehr heftig. Vielleicht habt ihr Zero Point zugesehen, da hatte ich ja auch dann am Schluss den Veteranenschwierigkeitsgrad. Ja, da ist einiges anders als auf den anderen Schwierigkeitsgraden. Aber ich habe ja jetzt schon bei den anderen Projekten auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Und natürlich auch in Kingdom Hearts 2. Also, da müssen wir gar nicht drüber reden. Wir werden zwar oft drauf gehen, denke ich mal. Aber wir werden definitiv durchkommen. Weil das habe ich auch schon ein, zwei Mal habe ich den Veteran schon durchgemacht auf jeden Fall. Und teilweise auch schon auf Level 1. Also, beziehungsweise fast Level 1. Weil ich es nicht durchgezogen habe. Naja, egal. Genau, Vibrationsfunktion auch an. Und ja, mit diesen Einstellungen beginnen wir dann auch. Ich kann schon mal sagen, ich werde wahrscheinlich jetzt am Anfang des, beziehungsweise fast den ganzen Part nichts sagen, weil es kommt jetzt erstmal sehr, sehr viel Cutscene, sehr, sehr viel Input. Und vor allem auch das Intro, da noch ganz wichtig, da werde ich definitiv die Musik verzehren müssen, weil sonst reißt mir YouTube den Arsch wegen Copyright auf, also nicht wundern. Ich werde auf jeden Fall aber einen Link in die Videobeschreibung packen mit dem richtigen Intro, dass ihr das mal in Original hören könnt. Also gut, dann würde ich mal sagen, starten wir in ein neues Spiel. Scattered dream that's like a far-off memory. A far-off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine. Yeah.
Have arrived. I've been to see him. He looks a lot like you. I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. My name is of no importance. What about you? Do you remember your true name? Sora? Whoa! Give me a break, Kai. Giving up already? If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? This world has been connected. What? Who's there? Tied to the darkness. Sora, don't ever change. The door has opened. What? You understand nothing. Sora... Another dream about him. Man, doesn't that tick you off? Yeah, that's just wrong. The cipher's gone too far this time.
I mean, it's true that stuff's been stolen around town, and we've got a score to settle with Cypher and everything. So, if he wants to think we did it, I can't really blame him. See, that's not what really bugs me. What really bugs me is that he's going around telling everybody we're the thieves. Now the whole town and their mothers are treating us like the Klepto Club. Have you ever been this ticked off before in your life? Because I haven't. Nuh-uh. Never. Now, what to do? We could find the real thieves. That would set the record straight. Hey, that sounds fun. What about Cypher? First, we gotta clear our names. Once we find the real culprit, everyone will get off our backs. Oh no! They're gone! Are gone! What? All are gone? Huh? 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 You can't say, why not? But you do understand what I'm saying, right? Our are gone. Stolen. And not just the word. They stole it, too. What kind of thief is that? Cypher could never have pulled that off. Yeah. All right, time for some recon. His heart is returning. Doubtless he'll awaken very soon. Roxas, come on! Hier drüben. Wow, nach jetzt knapp 13 Minuten Intro, oder ne, nicht ganz, ich glaube 12 Minuten, endlich mal im Spiel und wir sind nicht bei Sora, sondern bei Roxas. Ja, aber ein wunderschönes Intro, mit dem Song Sanctuary. Da auch mehr oder weniger so ein kleiner Recap, was in Kingdom Hearts 1 und Chain of Memories passiert ist. So ganz abstrakt dargestellt, sage ich mal. Aber dieses Intro ist schon irgendwie eine Mogelpackung, weil als ob Donald mit einmal Blitz so viele Herzlose erlegt. Also come on, glaube ich dir nicht. Ja, und jetzt sind wir hier in Twilight Town, wie gesagt bei Roxas. Nicht bei Sora. Was es damit auf sich hat, werden wir noch sehen. Ja, jetzt erstmal bewege den linken Stick bis zum Anschlag, damit Roxas läuft. Bewegst du den Stick nur leicht, geht Roxas langsamer. Springe mit Kreis. Und geh zum Rüstungsladen. Wenn du nicht mehr weißt, was du als nächstes tun musst, drücke die Optionstaste, um dein Ziel anzuzeigen. Und das ist schon mal eine Sache, die einfach super an Kingdom Hearts 2 ist. Ist die Tatsache, dass ja die Kamera so weit weg ist eigentlich. Also wir sehen die Welt viel, viel offener. Und das macht einfach viel übersichtlicher und viel cooler insgesamt. Okay, ja genau, zum Rüstungsladen müssen wir hier hin. Berührst du im Sprung oder im Fall die Karte eines Gebäudes, kannst du dich festhalten und hochziehen. Wende diese Technik an, um Zugang zu verschiedenen Orten zu bekommen. Ja, ich muss aber ganz kurz nochmal einen kleinen Schnitt machen. Okay, da geht's schon weiter. Ja, Rüstungsladen. Dann wollen wir mal mit der Suche anfangen. Hey, Roxas. Hätte nie gedacht, dass du sowas machen würdest. Wir haben nichts gestohlen, klar? Ich würde euch ja gern glauben, aber wer sonst würde das denn stehlen? Was denn? Als ob ihr das nicht wüsstet, also ich werde es euch nicht sagen. Geht und fragt beim Accessoireladen. Na los, Roxas, frag sie. Situationskommandos werden verwendet, um die unter Situation angemessene Aktion auszuführen. Geh zum Accessoireladen, woraufhin das Situationskommando Sprechen erscheint. Drücke Dreieck, um mit der Ladenbesitzerin zu sprechen. Sprich mit der Accessoireladenbesitzerin. Okay.
Oh, hallo Roxas. Situationskommandos tauchen bei den verschiedensten Gelegenheiten auf und erweisen sich als äußerst nützlich. Benutze Situationskommandos, wann immer es geht. Oh ja, das werdet ihr auf jeden Fall noch im Laufe des Kampfes, des Spieles sehen, denn vor allem im Kampf wird das extrem wichtig. Oh, du bist es, Roxas. Bitte enttäusch mich nicht. Du warst immer einer meiner liebsten Kunden. Ich bin kein Dieb. Na gut. Es ist gar nicht lustig, wenn einen plötzlich alle verdächtigen. Da musst du einen Weg finden, deinen Namen reinzuwaschen. Die Frau vom Süßigkeitenladen ist auch ziemlich enttäuscht von dir. Puh, okay. Ist schon irgendwie bitter, wenn die Omi von einem enttäuscht ist, ne? Roxas, hast du meine Katze irgendwo gesehen? Wer sie ist. Bewege die Kamera mit dem rechten Stick, benutze die R3-Taste, um sie in die Ausgangsposition zu bringen. Drücke R1, um bestimmte Dinge anzuvisieren. Wenn du etwas anvisiert hast, wird die Kamera dieses Ziel automatisch im Blickfeld behalten. Visiere die Katze an. Das Anvisieren hilft dir, ein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die Kamera kann währenddessen kontrolliert werden. Drücke R1 erneut, um die Auswahl aufzuheben. Vielen Dank, Roxas! Ist Ihnen auch etwas gestohlen worden? Aber ja doch, etwas, das mir sehr wichtig ist. Ich versichere Ihnen, wir waren das nicht. Ich glaube euch. Das ist sehr nett, danke. Was hat man Ihnen gestohlen? Mein wertvolles... Sieht so aus, als würde jemand überall stehlen. Und nicht nur... sondern auch das Wort an sich. Das ist kein normaler Dieb. Ob Cypher irgendwas über die Sache weiß? Wir sollten mal mit ihm reden. Los, auf zum Turnierplatz. Oh, yeah? Nice comeback there, Blondie. What'd you say? You can give us back the... now. Yeah, you're the only ones who would take it, you know? That was undeniable proof that we totally owned you, lamers. So what did you do? Burn it? Huh, not that we need some... to prove that you're losers. Replay. Now you're talking. I guess if you get on your knees and beg, maybe I'll let it slide. Roxas! Okay, da haben wir jetzt drei Waffen, mit denen wir gegen hier Cypher kämpfen können. Übrigens, Cypher, Fujin und Raijin, alle aus Final Fantasy 8 und da rechts noch Vivi, der mit dem Hut, der ist aus Final Fantasy 9. Und wir können jetzt hier eine Waffe auswählen und die Waffe wird beeinflussen, wird unseren Stat ein bisschen beeinflussen. Ich nehme aber das hier, denn da wird unsere Angriffskraft noch ein bisschen erhöht. Denn wir haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bei Veteran, wir nehmen doppelten Schaden, machen selber ein weniger Schaden. Sind wir so in den Dreh und allgemein unsere Stats sind limitiert, also der HP und MP Stat. Ja, genau. Nehmen wir mal das hier. Deine Kampfmoral hat sich verbessert. Angriffskraft plus 1. Roxas, focus. Die Leiste in der rechten unteren Ecke. Achso, das war Cypher, der geredet hat. In der unteren Ecke ist die HP-Leiste. Du verlierst HP, Lebensenergie, wenn du Schaden nimmst. Und ein Kampf ist zu Ende, wenn die HP auf 0 sinken. Ich glaube, das wird in dem LP ein paar Mal passieren. Die blaue Leiste in der rechten unteren Ecke ist die MP-Leiste. Sie birgt eine Kraft, die dir jetzt noch nicht zur Verfügung steht. Wenn du dich einem Ziel näherst, erscheint eine gelbfarbene Markierung. Drücke X, um anzugreifen. Geh zu Cypher und kämpfe mit ihm. Okay. Jetzt. Da.
Okay, nachdem du einen Gegner mit einer Attacke getroffen hast, setz deine Attacke fort, um mächtige Kombos auszulösen. Drücke X in schneller Folge. Kontere die Attacke eines Gegners mit deiner eigenen, um sie zu parieren und wirkungslos verpuffen zu lassen. Diese Aktion ist auch als Verteidigungsstrategie sehr nützlich. Muss man halt nur drauf haben. Come on. Quit playing around and fight. Okay, besiege Cypher. Neil, Loser! Okay. Und was man bei Kingdom Hearts 2 wirklich machen muss, ist diese Short Hops. Weil die Luftkombos sind wesentlich schneller als Bodenkombos. Also wenn man Speedrun macht, ne? Cypher's not feeling so hot, you know? Tournament decides. Whoa. What was that? The thief? Eine seltsame weiße Gestalt, die ihr die Kamera geklaut hat. Der werden wir jetzt mal hinterhergehen, aber nicht in diesem Part, denn ich würde jetzt mal sagen, das war's mit Kingdom Hearts 2 für heute. Ich bin mega gespannt auf dieses Projekt. Wie gesagt, ich freue mich total, dass ich es jetzt playen kann. Und ihr könnt mir gleich jetzt schon mal in diesem Part ein bisschen so eure Erwartungen an dieses Projekt hier in die Kommentare schreiben. Ich bin mega gespannt und bin sehr gespannt auch auf eure Reaktion auf dieses Projekt. Und jetzt würde ich mal sagen, wir verfolgen diese weiße Gestalt dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao.